Herzlich willkommen zu Klangbild Reaction mit Patrick Piano. Oh yeah, und dem Sweeney Man. Ja, was geht nice. Ab? Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier haben wir jemanden, den wir schon mal im Programm hatten. Wir sind in unserer geliebten Heimatstadt Berlin. Mit Meute. Grüße gehen raus nach Berlin. Und genau, wir haben Meute mit Sail. Yeah. Große Big Band, ne? Schöner Klang gleich. Hört sich satt an. Hört sich richtig satt an. Schön ist der. Scheint ja immer unterwegs zu sein. Kurz Pause. Interessant, so. Wie ja gerade bei den Drums, ne, sozusagen, die ich sag jetzt mal, die trockene Snare gemacht hat. So, ja, gefiltert hat. Ja, genau. Hier siehst du es nochmal. Richtig schön, perfekt. Ich hoffe, ihr seht das auch gerade. Nein, das müsst ihr euch dann unten, ist der Originallink, nochmal dann anschauen. An der Stelle müsst ihr euch die Zeit merken. Ich suche sie für euch raus. Es ist 45 Sekunden. Und ich erkläre es ganz kurz für die, die es jetzt ja nicht sehen. Er hält sozusagen die Hand auf der Trommel und haut mit dem Schlagstock oder mit dem. Ja, mit dem Schläger, sozusagen außen auf die Kante. Und vermischt sozusagen, ich weiß gar nicht, ob er es jetzt nur mit der Hand so hält, damit der Klack auch richtig drauf bleibt und nicht nachhallt. Und das ergibt halt eben diesen schönen Snare-Sound, sag ich mal. Ja, ich würde sagen, es ist ein Rimshot. Aber ich hab auch ja, es geht in Richtung Rimshot, ja doch. Ich habe auch nicht so eine Ahnung von den Drums. Leute, wenn ihr wisst, ob es eher ein Rimshot ist oder halt eher ein Snare-Schlag, schreibt uns in die Kommentare. Ja, weiter geht's auf jeden Fall. Ja, schön auf hier die ganze Szenerie so draußen. Ja, die sind ja viel unterwegs. Auch sehr zu empfehlen ist der Live-Mitschnitt aus Paris, aus Frankreich. Das ist gute Laune-Musik auch. Voll. Wundert mich gar nicht, dass die anfangen richtig steil zu gehen. Gönne ich ihn auch. Leute, gönne ich euch richtig. Macht weiter so. Auch ein satter Sound einfach, ne? So von der Live-Abnahme hier. Einfach schön. Ich gehe mal davon aus, dass sie vielleicht sogar im Studio nochmal, müssen sie wahrscheinlich gar nicht nochmal nachmastern. Also mega. Ja, die haben die noch nachbearbeitet. Könnte mir natürlich auch vorstellen, dass sie die Spuren vielleicht einzeln aufnehmen, je nachdem, mit welchem Equipment sie vor Ort sind, laptopmäßig. Ja, nehmen die alles einzeln auf. Das heißt sozusagen jedes Instrument. Und dann werden die Spuren im Studio abgemischt. Ja. Der Sweeney-Man redet hier so, als würde er die Leute alle kennen, Alter. Dabei kenne ich den Kollegen aus unserer Klavierschule. Sehr schön, auf jeden Fall. Zuschauer hat uns geschrieben, wie die arbeiten, deshalb, weil wir das letzte Mal das im Raum gestellt hatten und da haben wir das Feedback gekriegt, dass sie sozusagen alles abnehmen. Fresh, dankeschön. Grüße gehen raus. Wir werden immer sehr inspiriert von den Kommentaren unserer Zuschauer. Es ist Hammer. Die Leute, die wir dadurch kennenlernen und auch die Sachen, die wir erfahren, wir wissen ja natürlich auch nicht alles. Man kann sein Leben lang ein und dasselbe Instrument spielen und hast trotzdem nicht alles gespielt oder jeden Griff perfektioniert. Es ist einfach ein weiter langer Weg und sehr, sehr vielseitig. Das ist ja auch das Schöne daran. Deswegen gibt es immer was zu entdecken. Ne? Meine Trompete geht auf jeden Fall bei mir voll auf die Sonne auf. So. Das kriegt doch jeder so ein bisschen seinen Spot wieder musikalisch. Sehr schön immer. Mhm.
nice. Schön Saxophon hier. Ich bin auch ein großer Saxophon-Fan. Ja. Jetzt wird wieder schön runtergefahren. Mit dem Kalimba. Nehmen ja immer schön die Mellos auf. Schön die Stimme. Und dann und jetzt wieder voll rein, so sehr gut. Ja. Exzellent rhetorisch. Alles gelernte Musiker, gehe ich mal von aus hier. Sie verbinden natürlich auch zwei Welten, ne? Also das heißt sozusagen den Klick aus dem Studio und hier den, die Live-Session draußen in der freien Natur. Das das würde ich absolut unterschreiben. Im Endeffekt, ja, genau dieser Effekt, das, was ich zum Beispiel auch einfach bei den Loopstations faszinierend finde, ne? Auch mal Klangbild Battle auschecken. Du kannst, es geht ja nicht nur um Beatbox, du kannst ja mit jedem Instrument auch so damit arbeiten, du kannst theoretisch alles mischen, wenn es schön ist, wenn das Gefühl ankommt. So. Und das Spannende ist ja draußen, dass du natürlich draußen auch einen anderen Sound hast. Ja, ne? Natürlich, also du hast auch die ganzen Live-Geräusche im Hintergrund. Das erinnert mich an meine Vernissage-Sessions, wo ich gespielt habe, könnt ihr auf meinem Kanal sehen, ganz unten bei Patrick Piano. Und da habe ich dann auch auf Vernissage gespielt. Sweeney Man hat seinerzeit die ganzen Aufnahmen gemacht, die ganzen Sachen auch geschnitten. Ich bin ihm bis heute auch immer noch sehr, sehr dankbar dafür. Das sind tolle Aufnahmen geworden. Damit hat auch alles, kleiner Schmankerl nebenbei, auch überhaupt dann Klang mit Reaction später auch alles so angefangen. Aber das erzählen wir euch ein andermal, wenn es um unser Special-Jubiläum geht nach einem Jahr Klangbild. Genau, aber zurück hier zum Heute. Wundervoll auf jeden Fall abgemischt, ja. Der junge Mann hier. Schön. Alle am Grooven, völlig entspannt. Oh, schön. Oh, so schön in Entfernung gesetzt vom Klangbild, ne? Das Saxophon, als würdest du von weit aus der Ferne kommen. Leute, wundervoll. Exzellente Arbeit. Schön, er selber ja auch noch schnell ein Foto schießen soll. Klar, für die eigene Seite. Exzellent. Ich bin begeistert. Ich finde es auch wunderschön, hier einfach mal den Schwenk so in die Menschenmenge. Sie stehen sozusagen in der Menschenmenge und machen Musik. Die Menschen um sie herum, auch wunderschön. So dieser Spot einfach. Und auch diese Vielfältigkeit der Menschen einfach, die hier sind. Ne? Von jung bis alt. Alles dabei und sie feiern es eben halt eben alle, ne? Weil Musik alle verbindet. Ja. Wie ich immer sage, Musik ist gekoppelt mit Gefühlen. Genau. Und hier Beste aus zwei Welten zusammengebracht. Ja, definitiv. Respekt hier wieder mal an Meute. Tolle Arbeit. Grüße gehen raus. Leute, macht weiter so. Wir werden euch auch weiter im Auge behalten. Deswegen macht auch weiter schöne Videos, bitte. Die Meute von heute. Ja, ansonsten, ihr wisst Bescheid. Checkt meine Beats auch aus. Liken, weiterverteilen, abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt und hittet die Glocke. Checkt und meine Beats aus. Checkt auch meine Pianostücke aus und checkt unsere anderen Folgen raus. Also deswegen checkt alles mal aus und checkt in die nächste Folge wieder rein. Wir sagen vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Und deine natürlich auch. Und bis zum nächsten Mal. Peace out.